Erstmals seit 5 Jahren wieder Pokalfieber im Ludwigsparkstadion. Und es ging hoch her im DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Aue. Ein emotionaler Begegnung ohne Frage. Ein Tor für den 1. FCS war nicht genug, aber einen intensiven Blick zurück ist das Spiel auf jeden Fall wert. Es lohnt sich. Stürme. Unser Leben sind wir gerannt, also versucht haben wir es auf jeden Fall. Am Ende lässt halt dann die Kraft nach, nachdem wir das noch, die hatten halt entweder das nötige Glück mehr oder sind einfach ausgefuchster als wir. Mir war klar, dass sie, wenn sie eine kleine Chance haben, machen sie es halt. Und so kam es ja dann auch. Aue war in den ersten 45 Minuten überlegen. Saarbrücken zeigte Respekt vor dem Klassenhöheren. Doch es dauerte bis zur 35. Minute. Erst dann durfte sich der Gast entfalten. Und Marc Lerondi lief nicht ab, sondern faulte. Warum? Auch wenn es keiner wahrhaben wollte, es war eine Regelwidrigkeit. Lerondi zieht am Trikot, kein schlimmes Vergehen, aber doch eines, das das Regelwerk verbietet. Elfmeter. Dann das Duell Paulus gegen Marina und Markus Fuchs diskutierte selbst während der Ausführung noch. Doch auch das konnte den Auer Führungstreffer nicht verhindern. Marina hätte beinahe noch pariert. Doch so ging der Zweitligist mit einem Erfolgserlebnis in die Kabine. Enver Marina machtlos beim ersten Auer Machtwort. Doch damit ist beileibe nicht genug gesagt zum Saarbrücker Schlussmann. Seine Leistung gestern herausragend. Sieht übrigens auch der Gegner so. Marina war der beste Spieler auf dem Feld. Bei den Gegentreffern machtlos hielt er ansonsten alles, was zu halten war. Eigentlich mit meiner Leistung bin ich zufrieden, aber mit dem Ergebnis bin ich nicht zufrieden, weil das zum Schluss zählt nur halt der Sieg. Und wir haben verloren und dann kann ich nicht zufrieden sein. Und Markus Fuchs, er wurde auch im zweiten Abschnitt besonders gefordert. Bis zur 60. Minute dann durfte er gehen. Für ihn kam Johannes Wurz, Nachwuchsmann für Routinier. Und Fuchs' Nachfolger sollte später noch eine wichtige Rolle spielen. Und auch unser Studiogast hatte noch einen Auftritt der besonderen Art. 74. Minute Manuel Stiefler. Er hätte eine gute Vorstellung krönen können. Sein abgefälschter Schuss wurde vom schwachen Schiedsrichter Willenborg nicht als solcher erkannt. Es gab Abstoß, was für Erregung sorgte. 9 Minuten vor dem Ende drückte der FCS nicht nur, er drängte jetzt auf den Ausgleich. Und tatsächlich, Marc Lerondi hatte die Ehre, sein Team zu belohnen, das 1:1. Der FCS, das bessere Team in der zweiten Halbzeit, hatte getroffen. Doch der Treffer irregulär. Lerondi buxiert hier den Ball mit der Hand über die Linie. Wieder ungeahndet dieses Vergehen, wieder schwach von Schiedsrichter Willenborg. Aber den Spielern des FCS war es gleich. Der Ausgleich war gefallen, die Verlängerung erreicht. Und jetzt schoss der Gast noch einmal scharf. Der FCS war gefordert. Aue bekannt als effektive Truppe, die aus wenigen Chancen viel Profit schlägt. Die Mannschaft hat leidenschaftlich gekämpft und alles gegeben. Und wie gesagt, in der zweiten Halbzeit den Respekt abgelegt vor Aue. Dann haben wir gesehen, was möglich war. Und so hatte auch Saarbrücken die Siegchance. Parallele zum 1:1. Sökler. Und dann ist wieder Lerondi am richtigen Fleck. Doch er hat Pech. Vielleicht hat sich die gestrige Pokalpartie in dieser Minute der Nachspielzeit entschieden. Hätte Lerondi getroffen, der FCS wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit als Sieger vom Feld gegangen. Doch so kam alles anders. Lerondi noch mit seinen Gefühlen beschäftigt und Aue schlägt zu. Exakt 100 Minuten vergangen. Und Hochscheid trifft.
Die Welt des FCS bebte. Effektivität pur. Aue bestätigt das Klischee, die Mannschaft braucht kaum Chancen, um Tore zu erzielen. Die Abwehr des FCS stemmt sich gegen die Angreifer. Doch Hochscheid trifft. Das spielte Rolle auch, eine Klasse höher Aue, und waren halt clever vor dem Tor, die machen die Tore, und wir haben halt, wir müssen einfach daran arbeiten, dass wir auch die Tore nutzen können und dann auch zum Sieg kommen. Enver Marina musste auch in der Verlängerung wieder eingreifen und erneut macht er seine Sache glänzend. Die Nummer 1 des FCS in Topform. Ach ja, und da war ja noch Johannes Wurz, jener junge Mann, der für Markus Fuchs gekommen war. Er hatte die große Chance auf den Ausgleich. Die gute Reaktion des Auer Torhüters. Der Unterschied zwischen dem FCS und den Gästen wurde deutlich anhand der Chancenverwertung. Die Gefühle kochten hoch, Wurz hatte weitergespielt, obwohl ein Auer verletzt auf dem Feld lag. Pokalatmosphäre. Die Chance war vergeben und Johannes Wurz fühlte Enttäuschung, weil ja, ich hätte das Spiel entscheiden können, beziehungsweise hätten sie ins Elfmeterschießen retten können. So war es halt ärgerlich, hat es nicht gereicht. Dann. Doch Saarbrücken hatte auch nach Wurz Chance noch nicht genug. Und gegen Ende war es ein echter Pokalfight. Kampf, Torchancen und Emotionen, die überkochen. Eine schwere Partie für die Unparteiischen. Kruse und Eggert wollen den Treffer unbedingt. Mennel will ihn unbedingt verhindern. Da kann es zu Unstimmigkeiten kommen. Und als der FCS dann seine Abwehr gänzlich entblößt hatte, fiel die endgültige Entscheidung. 119. Minute. Könnecke mit dem 3:1 für Aue. Das Spiel war verloren, ein großer Kampf auch. Und trotzdem muss der FCS gestärkt aus diesem Spiel hervorgehen. Ich denke, wir haben teilweise sehr guten Fußball gespielt. Man muss denken, Aue ist ein Zweitligist, ja, das ist ein guter Zweitligist und ist kein irgendwer. Von dem her bin ich ganz vom Spielerischen her zufrieden. Und Markus Fuchs, er ging wortlos. Denn Niederlagen tun zunächst einfach richtig weh. Lob vom Trainer. Bei Markus Fuchs hat man gehört, dass die Niederlage wehtut. Manuel Stiefler ist bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Tut Ihnen die Niederlage weh? Ja, klar tut die Niederlage weh. Ja. Ich denke, wir wollten alle gewinnen. Und, Wie war das so? Heute Morgen aufgewacht? Geht Ihnen denn ein solches Spiel nochmal durch den Kopf oder ist das gestern Abend schon abgehakt? Also mir ging es nochmal durch den Kopf. Gestern Abend konnte ich schwer einschlafen. Ja. Man denkt, was hätte man noch besser machen können oder was hat man falsch gemacht? Was hätten Sie noch besser machen können? Was haben Sie falsch gemacht? Was hat die Mannschaft falsch gemacht? Ja, ich denke, wir hätten noch mehr aus den Chancen machen können. Vielleicht noch das eine oder andere Mal öfter den Abschluss suchen müssen. Vielleicht in der ersten Halbzeit schon so agieren müssen wie in der zweiten Halbzeit, als wir den Respekt abgelegt haben und die Auer dann richtig hinten reingedrückt haben. Und ja, und auch doof die Tore irgendwie ein bisschen bekommen, ja. Ist es diese fehlende Effektivität, Auer mit wenigen Chancen, 3 Tore, Sie mit relativ vielen Chancen, halt nur einen Treffer, macht das den Unterschied aus? Ja, jetzt so nach einen Tag danach muss man das so sagen, ja. Aue ist ja bekannt dafür, dass sie effektiv sind, hinten wenig zulassen und haben auch gestern die Chancen effektiver genutzt als wir. Ja. Jetzt muss man sagen, die sind natürlich auch ganz anders schon von Beginn an aufgetreten. Da kamen so baumlange Kerls, richtig breit gewachsen und dann gab es einen Händedruck am Anfang. War das schon das 1-0 für Aue? Hat sich die Mannschaft da einschüchtern lassen? Nein, das glaube ich nicht. Wir wussten, was auf uns zukommt. Aber waren vielleicht auch so am Anfang noch ein bisschen nervös. Ja. Für viele war es das erste DFB-Pokalspiel. Ja. War so typisch DFB-Pokal, diese hitzige Atmosphäre, die wir auch hier jetzt im Spielbericht nochmal miterlebt haben, gehört das einfach dazu oder ist das ein Stückchen weit überreagiert? Ich glaube, das gehört dazu auch im DFB-Pokal. Und dann noch Flutlichtspiel und Verlängerung und so. Und dann
hat man gesehen, auch diese Rudelbildung da am Ende, das sind dann einfach Emotionen und ich finde, das gehört dazu, ja. Auch keine Vorwürfe an den Gegner? Auch keine großen Vorwürfe an den Gegner. Ja. Jetzt hatten Sie selbst eine Chance, wir haben es gesehen, der Schiedsrichter hat danach nicht Eckball gegeben. Es war einfach viel drin, auch viel umstrittene Entscheidungen. Hat der Schiedsrichter letztendlich den Ausschlag gegeben über Sieg oder Niederlage? Nein, also der Schiedsrichter hat nicht den Ausschlag gegeben. Ja. Wie gesagt, waren Sie glücklich mit den Entscheidungen? Nicht immer, ne? Also da hat man gesehen, dass es ein ganz klarer Eckball war. Gut, der Schiedsrichter hat es anders gesehen. Es gab einige strittige Situationen, die man auch anders pfeifen oder anders entscheiden hätte können, aber der Schiedsrichter war auf keinen Fall schuld. Und, ja. Jetzt 1:1 gegen Chemnitz zu Beginn. Da war ähnliche Situation, auch viele Chancen, da waren auch 3 Punkte einfach zu Hause drin. Jetzt dieses bittere Aus im DFB-Pokal und jetzt geht es schon am Dienstag auswärts gegen Rot-Weiß Oberhausen. Ist das jetzt so ein bisschen der Anfang wieder so einer Negativentwicklung? Nein, das glaube ich nicht. Also das wird die Mannschaft auch am Dienstag zeigen, denke ich. Wir wollen nach Oberhausen fahren, wollen da gewinnen. Wir haben 2 Punkte verschenkt im ersten Spiel. Mhm. Jetzt leider die Sensation nicht geschafft im Pokal, aber ich denke, wir können uns jetzt auf die Liga konzentrieren und wollen da auch einiges erreichen dieses Jahr. Ja. Jetzt sind die Fans verwöhnt, ist die Mannschaft verwöhnt von vielen Siegen zum Abschluss der vergangenen Saison. Ist das jetzt eine Umgewöhnung? Nee, also es war vielleicht klar, dass es nicht ganz so perfekt weiterläuft wie letztes Jahr. Haben auch einige Neuzugänge, die Mannschaft muss sich vielleicht auch wieder ein bisschen finden. Hat er letztes Jahr am Anfang auch nicht so geklappt. Hat er die Vorbereitungszeit noch nicht ausgereicht? Doch schon, aber man braucht einfach noch, ich sage, wir haben jetzt noch ein paar Fehler gemacht, die man abstellen kann und da auch lernen kann, auch die jungen Spieler. Und ich denke, dass man so Automatismen dann einfach noch verbessern muss und dass das dann immer besser wird. Wir wollen natürlich jetzt gleich am Dienstag anfangen und nicht zu viele Spiele dafür brauchen. Ja. Und vielleicht einen Punkt mitbringen aus Oberhausen, vielleicht sogar mehr beim ehemaligen Club von Jürgen Luginger. Spürt man das beim Trainer, dass es zu seinem ehemaligen Verein geht? Also es ist bestimmt ein besonderes Spiel für ihn, aber für die Mannschaft und für den SF Saarbrücken ist das Spiel wie jedes andere und das wollen wir auch gewinnen. Ja. Ja, und für Sie selbst, Sie sind mittlerweile eine feste Größe geworden in dieser Mannschaft. Ist der Druck von außen immer noch da? Ist die Konkurrenz da oder sagen Sie, wir müssen einfach als Mannschaft noch mehr tun oder wir brauchen noch Potenzial, vielleicht noch den einen oder anderen Spieler dazu, um in der Liga uns weiter nach vorne orientieren zu können? Ich glaube, dass die Mannschaft, auch die Neuzugänge, schon eine Verstärkung sind und dass die Mannschaft so eigentlich eine ganz gute Mannschaft ist, mit der wir auch viel erreichen können. Aber wie gesagt, wir müssen die Fehler noch abstellen, vielleicht vom Tor noch effektiver werden und dann wird das schon klappen. Ja. Dann hoffe ich, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen können. Ja. Das wünschen wir Ihnen auch. Viel Erfolg und dass es nicht ganz so negativ reinläuft wie beim letzten Mal, sodass man hinterher so viel Gas geben muss. Dankeschön für Ihren Besuch. Bitte schön. Bleiben Sie gerne noch ein bisschen bei uns. Das Tor des Tages wird den Handballern gut geschrieben. Marc Lerondi gestern mit dem einzigen Treffer des 1. FC Saarbrücken. Es hat nicht gereicht, ob mit Händen oder Füßen, auf ein neues für den 1. FCS in der 3. Liga. Tschüss, schönen Abend noch.